Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich sage hier regelmäßig in meinen Anmoderationen auch, dass ich mich darüber freuen würde, wenn ihr meine Videos kommentiert. Und das sage ich nicht nur so, das tue ich auch wirklich. Ich freue mich wirklich darüber, über euer Lob, über euer Feedback und ich freue mich auch über eure Kritik. Wenn sie, ich sag mal, sachlich formuliert ist, immer her damit. Denn ich denke, ich versuche zumindest, auf eure Kritik gut einzugehen und dann auch die umzusetzen, wenn es denn geht und wenn ich das für berechtigte Kritik halte. Und zum Beispiel Sascha hat geschrieben, dass er meine Videos spannend findet, wobei bei dir die Spannung ein bisschen fehlt, da man vorher schon weiß, du überlebst die Runde. Ein bisschen wie Hollywood, der Gute stirbt nicht, schreibt er unter eins der letzten Videos. Vielen Dank, Sascha, für deinen Kommentar und für diese, ja, indirekte Kritik, wobei man da nicht viel machen kann, denn natürlich lade ich euch gerne Runden hoch, wo ich gewinne, wo ich rauskomme, wo ich viel Loot mache, wo ich einfach eine gute Runde spiele. Aber, Sascha, ich habe auch darüber nachgedacht, was du geschrieben hast. Und ich habe auch darüber nachgedacht, dass das eigentlich uncool ist, wenn man sich die Runde anguckt und weiß, Jan Jugo schafft's mal wieder, irgendwie. Aber er schafft's natürlich wieder. Er hat wieder Erfolg. Dann fehlt tatsächlich unter anderem die Spannung. Und deswegen will ich jetzt mal eins verkünden. Ab heute, heute ist der Tag, ab heute könnt ihr euch bei meinen Vigor-Videos nicht mehr sicher sein, dass ich die Runde überlebe. Punkt. Ab heute könnt ihr euch, egal welches Video ihr euch anguckt, nicht mehr sicher sein, dass ich es schaffe. Viel Spaß beim heutigen Gameplay. Und da würde ich mich, ihr wisst es, freuen, wenn ihr auch nach dem Video ein Feedback in den Kommentaren da lässt. Und ansonsten würde ich mich ebenfalls freuen, und auch das ist no joke, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Jan Jugo, und jetzt, let's go! Okay, also ich bin noch ein bisschen unschlüssig, aber eigentlich weiß ich, wo ich hin will. Ja. Nein, ich bin nicht mehr unschlüssig. Ich weiß, wo ich hin will. Ich will zum Tresor mit Zeitschloss. Der ist bei Hakuns Gasthaus. Da kenne ich mich eigentlich schon gut aus. Es ist ein nettes kleines Gebiet. Aber ich sehe es jetzt halt gerade vor lauter Bäumen nicht. Man kann gut Schutz suchen, drinnen sowie auch draußen. Allerdings, und das ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Ah ja, okay, ich komm über die Berge. Noch ist hier keiner, oder? Ein Schalter ist da. Der zweite ist da meistens nicht weit weg. Wo ist der Tresor? Ich weiß nicht. Hier drin, oder? In diesem gelben Ding? Hier ist jemand.
Nicht mit mir, Digga, nicht mit mir. Ganz sicher nicht. Der Tresor, der gehört mir. Puh. Schickes Loot im Tresor. Schickes Loot. Aber jetzt schnell weg hier. Ach, wir müssen den LKW... Wir müssen den looten. Boah, hier ist auch über Loot. Okay, der Tresor gehört uns. Aber wir müssen weiter. Wir müssen eigentlich raus aus dieser Zone, aber... Boah, guckt euch das an. Wie vollgepackt ich schon bin. So, jetzt mal nicht so laut sein. Ich höre Gunfights in der Ferne. So, was können wir mal wegtun? Die Komponenten brauche ich nicht. Die Komponente fürs Gewehr nehmen wir mal mit. So. Also Abwurfzone wurde verlegt. Jemand ist auch hier beim Störturm. Also jemand will den... Psst. Hier ist jemand. No! Ich hatte ihn fast. No, mein Tresor. Ja, komm. Ab zur Kommstation. Ab zu Olas Farm. Unten auf der Map ist ein Spawnpunkt auf jeden Fall. Denn da bin ich jetzt schon ein paar Mal gestartet und bin quasi von unten hoch zu Olas Farm gelaufen. Also im Prinzip müssen wir nur von hier oben, vom Highground aus, wo der erste ist, der hier angerannt kommt. Da. Da läuft er schon. So, komm jetzt durch diese Tür bitte durch. Komm schon. Verdammt. Ach, Mist. Mist. Der ist weggerannt, oder? Ich glaube, ich habe den verscheucht. Oh, ärgerlich. Hat doch von vorne bis hinten alles gepasst an meinem Plan. Nur am Ende die Umsetzung misslungen. Ansonsten... Ach Mensch. Nicht so schlimm. Aber das wäre auf jeden Fall, wie nennt man das? Das wäre so ein Free Kill gewesen. Da hat der Typ echt Glück gehabt, dass ich irgendwie das nicht hinbekommen habe. Dass ich zu langsam war, mich nicht rangetraut habe. Was war? Oh, hallo, blaue Box. Moin.
Was war denn das Problem so gesehen? Ich würde sagen, ich hätte noch näher an die Tür rangehen müssen. Ich war noch zu weit weg. Und hatte so kein gutes Aim. Ah. Bro. Oops. Ich habe einfach aus Versehen, jetzt habe ich mir aus Versehen die Munition weggelöscht für die MP5. Egal. Nicht so schlimm. So, jetzt können wir noch den Abwurf ein bisschen aufrüsten. Und dann gehen wir mal zur Abwurfzone. Das war aber ja nicht der vom Anfang. Das war jetzt ja nochmal jemand anders. Der vom Anfang, das war ja so ein grünes Regenjäckchen, was hier unterwegs war. Das war nicht der Typ, den ich gerade gekillt habe. Boah, viel Nahrung. Schick. Allgemein. Mit 200% geboostete Runde mal wieder richtig nice. Gut, ich war ein bisschen dumm und habe die ganze Munition für die MP5 rausgelöscht. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe noch genug Munition. Und auch nur noch ein bisschen Platz für den Abwurf. Und beim Abwurf, das können wir noch hier löschen. Beim Abwurf gibt es vielleicht auch noch ein paar nette Extra-Sachen habe ich ja gerade dazu gepackt. Deswegen, es lohnt sich schon, den jetzt zu holen. Jetzt darf ich nur nicht dem grünen Regenjäckchen begegnen. Beziehungsweise, ich muss aufpassen, nicht, dass das Jäckchen sich hier versteckt. Und dann gibt es gleich Payback. Das wäre nicht so schön. Schon los hier. Who's shooting? Wo seid ihr? Ich sehe es nicht. Aber was ich sehe, ist, ich bin direkt beim Abwurfpunkt. Aber ich bin halt nicht der Einzige hier. Also ich schnappe den Abwurf. Dann laufe ich. Dann laufe ich hier ganz entspannt zum Ausgang. Allerdings ist hier noch irgendwo einer.
Hier ist noch Loot. The plane is coming. Prepare to fight for the airdrop. Mein Gott, hier ist noch richtig viel Loot. Ist hier auch noch was drin? Ja, hier ist noch eine blaue Kiste. Oha, noch mehr Loot. Irgendwas muss ich aber löschen hier, nämlich für den Abwurf. Verzichten wir noch auf die Munition. Ja, er wird ja wahrscheinlich direkt hier, direkt vor mein Häuschen hier wird er landen. Ja, da ist er ja schon. Moin. Jetzt aber schnell sein. Oben, links, rechts, links, links, oben, oben, unten. Oha. Let's go. Puh, okay. Also schnell sein. Ist meiner Erfahrung nach immer ein guter Plan. Was beim Abwurf schon schief gehen kann dabei, ist, dass natürlich jemand lange den Abwurfpunkt genau campt. Und wenn du der Erste bist und schnell bist, dann schneller auch in ein Fadenkreuz geraten kannst. Aber wenn du den Abwurfpunkt selber verlegst, dann weißt du viel präziser, wo der Abwurf landen wird. Viel präziser als alle anderen. Du weißt es exakt genau. Und das wissen die anderen halt nicht. Und deswegen ist das schon unwahrscheinlicher. Oder jemand hat höchstens viel Glück, wenn er genau den Punkt erwischt, dass er sich irgendwo in den Busch hockt und das abkämmt. Ich höre Gunfights. Kommen die von Olafs Farm? Kann sein. Wir laufen zum Ausgang. Und deswegen, meiner Erfahrung nach, klappt das wunderbar. Wenn du genau weißt, wo der Abwurf landet, in die Nähe, nicht genau, offensichtlich genau dahin stellen, wo er gleich landen wird, sondern jetzt hier in diesem kleinen Häuschen, wo ich gerade drin saß, das war echt gut. Das hat gut gepasst. Ansonsten, dann schnell hin, auspacken, abhauen. Habe ich noch eine? Nee. Ich habe leider kein Koffein mehr, aber macht nichts. Hier ist keiner. Ab geht's nach Hause mit dem Abwurf auf Tasch. Let's go! Und super viel Loot gesammelt. Blaue Kiste war noch am Start. Kill gemacht. Let's go! Keine Raben, ich bin sowas von safe einfach. Tschüss. Hinter dem Panzer. Oh. Oh, so viel zu, ich bin super safe. Ha, bin ich nicht. Aber ganz ehrlich. Ciao. Da hinten kommt noch einer. Kann ich jetzt bitte den Countdown starten? Da hinten kommt noch einer angerannt. Vollkommen verwirrt am Ende gewesen. Ich dachte, der Countdown lief schon. Ich baller in die Luft, merke, da ist gar kein Countdown. Oh mein Gott. Macht sogar noch den Kill. Puh. Oh mein Gott. Was für eine Runde.
10.000 Beutewert. Let's go. Ey, am Ende, ich hab's gar nicht mehr gecheckt, aber trotzdem habe ich es geschafft. Geil. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Ciao.